Hey Leute, willkommen zum zweiten Part zu Alle Bosse aus Super Mario 3D World. Wir fangen an mit dem blauen Bully Prinz. Wie man schon gesehen hat, kann der blaues Feuer speien. So, und bei dem ist eigentlich das Prinzip wie bei einem Bully, man muss ihn herumschubsen und in die Röhren schubsen. Dann hat man gesehen, wie gerade ist er in so eine Dose, also hat sich in so eine Dose verwandelt. Und ja, man muss ihn dadurch halt einfach hier reinschubsen. Das ist ganz lustig, es gibt eigentlich auch einen Trick. Boah, manchmal läuft er auch automatisch daran, weil, ja, wenn man dann in hier ist. Man kann sich nämlich eigentlich auf die Röhren stellen. So, boom, oder hier ganz in die Ecke und dann läuft er automatisch rein und da ist er ja auch schon besiegt. Yep, das ging schnell. So, jetzt geht's weiter auch mit dem nächsten Boss. Und zwar, wer kennt ihn nicht? Hier kommt gleich der große und bekannteste Bowser. Ja, sogar auf einem Auto. Ich finde das richtig lustig, dass Bowser hier auf einem Auto fährt. Ja, der ist schon cool. Und was ich hier noch lustig finde, ist, dass er, ja, er speit Feuer, aber hier, dass er Fußbälle wirft. Ich finde das voll lustig. Oh, ja, okay, also bei ihm ist hier das Prinzip, einfach dem Feuer ausweichen und die Fußbälle. Ups, wir müssen die Fußbälle zu ihm werfen. So, boom. So geht das. So, dem Feuer und so einfach ausweichen. Manchmal wirft er auch schon aktive Fußbälle, die schon rot leuchten mit ihren Stacheln und fast explodieren. Oh. Ist ja nicht immer machbar, oh, den zu bekommen, wenn er vielleicht durchs Feuer fliegt. Hier. Ja, da hat man es gesehen. Also, weil sonst ist das Prinzip von Bowser ganz einfach. So. Hier muss man über die Stacheln springen. Mit Peach hier ist es ganz schön einfach. Einfach rüberfliegen. Also, und hier ist es ganz lustig, denn hier ist man auf so einem Boden, wo ab und zu mal ein bisschen Feuer rauskommt. So, aber dieser Ort ist ja recht schnell zu Ende. Und es ist gut, wenn er schon zwei Fußbälle wirft, Bälle, und man ihn dann mit dem einen trifft und wenn der nächste kommt, direkt damit auch treffen. Jo. So, und man sieht ja schon, wenn er angeschwächt ist, sieht man es auch im Auto hier zum Beispiel mit dem einen kaputten Rad, das ist schon ab. Und ein paar Dellen, aber du Bowser, dein Auto sollte nicht mehr so lange halten. Ach ja, außerdem kann man Bowser auch noch mit Feuer, mit Boomerangblume und ich glaube auch mit Feuerblume an sein Auto werfen und ihn damit schaden. Ups, also das sollte ja nicht passieren, aber nicht so schlimm. Ja, nicht so schlimm ist nicht untertrieben, denn jetzt ist er ja schon besiegt. Tschüssi. Ich hoffe, du hast ein warmes Bad. Haha. Ja, hättest du woanders deine Autostrecke bauen müssen. So. Und als nächstes kommt, als hätten wir nicht schon noch genug, der nächste Bowser. Und das ist nicht einfach nur Bowser, denn dieser Bowser hier, der wird zu Miauser. Das ist echt cool, Katzen-Bowser. In diesem Spiel ist ja einiges aus Katzen, aber das ist schon cool. Ich mag ja Katzen sehr gerne.
Also, Meowsers Prinzip ist eigentlich richtig einfach. Man muss eigentlich nur vor ihm abhauen. Weil man anfängt, ist es einfach. So, hier muss man einfach warten, bis er hochgekrochen ist. Einfach nicht zu schnell in die Röhre, sonst trifft er einen. So, und einfach hier ganz zur Zeit den Turm hinaufspazieren. Und hier ab und zu auch aufpassen, weil der kommt ja immer mal so runter. Man weiß es ja nicht immer, aber man sollte es eigentlich gut sehen können. So, und wenn man hier rangeht, dann muss man direkt warten. So, denn hier kommt direkt ein Bowser. Also da sollte man nicht zu schnell was sein. So, dann hier einfach lang springen. Und hier kommt jetzt eine Stelle, die ist recht wichtig. Wenn er hier hochklettert, der richtig schnell die Treppe hochrennt. Und bis nach hinten rennen. Ja, hier. Boom. Und dann einfach auf den Powerblock springen. So, dann kriegt man hier nochmal eine Uhr. Und weiter geht's. So. Und jetzt dupliziert sich Bowser sogar noch. Der Frechter. So. Jetzt sind, wie man hier sieht, mehrere Bowser. Aber es sind ja nicht nur zwei. So, hier ist es ein bisschen nervig, weil die Kamera ist schon recht langsam. Hier muss man warten. So ungefähr, wenn man hier so ein paar Wolken sieht, sollte man hochspringen und dann direkt nach links. Weil hier brechen die Wände auf. Generell Wände, die Risse haben, da sollte man aufpassen. Und jetzt muss man dieses Teil hier erwischen. Und aufpassen, dass man nicht vom nächsten Bowser, der da hochkommt, getroffen wird. Und hier sind ja einige. So, man sieht ja echt gut in den Rissen in den Wänden. So, und hier. Ja, das Teil da braucht man gar nicht nehmen. Man kann ja einfach hier die ganze Zeit hochspringen. So, dann hier schnell boom, hochspringen und den ausweichen. So, und jetzt geht's darum, wir müssen um den Turm herum. Diese Treppe hier nehmen, hier hoch, und dann werden zwar an den Wänden ab und zu mal Risse sein, aber an sich ist das dann hier ganz einfach. So, hier kommen ja ab und zu mal welche. So, jetzt sieht man ja diesen riesigen Powerblock hier. So, da müssen wir dann unten ranspringen. Ich weiß zwar nicht, wieso Bowser sich auf den Powerblock stellt. So, hier ab und zu einfach ausweichen. Aber das sollte nicht schwierig sein. So, Bowser. Das war's jetzt endgültig bei dir für dieses Spiel. So, das waren außerdem auch alle Bosse aus Mario 3D World. So. Dann werden hier die Feen befreit. Ich weiß auch nicht, wieso Bowser diese Feen gefangen hat. So. Außerdem, ich fand das Endlevel auch richtig cool. Hier auf so einem kleinen Wolkenschloss. So. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt euch auch gerne andere Videos angucken. Ich hatte den ersten Part, hatte ich auch schon hochgeladen zu dem Spiel. Also falls euch die anderen Bosse auch interessieren, könnt ihr das gerne mal sehen. So. Und das war's auch mit dem Video. Und ich hoffe, es hat euch auch weitergeholfen. Vor allem bei Meowser. Bis dann.